Paris im Jahre 1850. Ein Mädchen vom Lande verdreht den Männern der Stadt den Kopf. Eine Kurtisane namens Violetta, für die die Herren bereit sind, sich zu ruinieren. Auf einer Feier lernt sie jedoch Alfredo kennen. Dieser ist aufmerksam und zuvorkommend. Ganz anders also als ihr aktueller Begleiter Baron Dufol. Violetta und Alfredo wollen zusammen ihr Leben auf dem Land verbringen. Doch ihre Vergangenheit und ihre Krankheit stellen sich ihr in den Weg. La Traviata ist eine Oper voller Höhen und Tiefen. Die Regie führt Manfred Schweighöffler. Er bezeichnet sich selber als konservativen Regisseur. Also ein konservativer Regisseur ist ein Regisseur, der sich nicht selber in den Vordergrund stellt, sondern versucht, den Autor im Vordergrund zu belassen. Ein konservativer Regisseur ist einer, der versucht, Geschichten zu erzählen, so richtig altmodisch, mit Gefühlen, mit Emotionen. Natürlich legt jeder Regisseur eigenes Denken hinein. Er macht sich ja ein Bild von der Umsetzung, er stellt sich vor, wie das auf der Bühne aussehen kann und wendet dann die Mittel an, die er eben zur Verfügung hat, um das Stück zu erzählen, so dass es heute noch ankommen kann. La Traviata wird in italienischer Sprache mit deutschen Übertiteln aufgeführt. Die Musik liefert das Philharmonische Orchester unter der Leitung von Evan Christ. Das Bühnenbild wird sich über die ca. 2,5 Stunden nicht groß verändern. Eine Variante, die Manfred Schweighöffler bewusst wählte. Im Grunde ist es ja nicht wichtig, dass wir eine Location, einen Ort genau deklarieren. Im Grunde ist wichtiger, welche Gefühle und Emotionen Violetta durchläuft. Und da kann das Bühnenbild eigentlich mehr eine Andeutung sein, denn ein realer, wirklicher Ort. Und wir haben uns in diesem Falle eben für diese Option entschieden. Welche Gefühle Violetta genau durchlebt und ob sie mit Alfredo alt werden wird, erfahren Sie im Staatstheater. Thank you.